Erinnert der besagt gelobte Michael Leute für die Fraktion Die Linke. Jetzt liegt die Latte hoch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also heute Abend ist ja kein Fußball und da werde ich mir mal ein paar Gedanken über meine politische Zukunft machen. Und bis dahin versuche ich mit der Rede jetzt mein Standing in meiner Fraktion etwas zu verbessern. Oh je. Also. Wir reden hier über ein Etat und ich glaube, da haben wir alle ein Problem, der im Jahr 2018 auf 9,4 Milliarden Euro ansteigt, aber in der mittelfristigen Finanzplanung in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2022 wieder auf 8,7 Milliarden absinkt. Zum Vergleich, wir hatten ja das Verteidigungsministerium gerade davor. Das Verteidigungsministerium bekommt in den nächsten Jahren on top 27,5 Milliarden Euro. Und wenn man sich jetzt mal die zwei verschiedenen Finanzplanungen anschaut. Vor 7 Wochen hatten wir hier die erste Lesung des Bundeshaushaltes. Da gab es eine gültige Finanzplanung und diese Woche ist im Kabinett eine neue Finanzplanung beschlossen worden. Wenn man nur mal diesen Unterschied sich betrachtet, da sieht man, dass das Verteidigungsministerium noch mal 5 Milliarden extra bekommt. 5 Milliarden. Das heißt, die Ministerin hat pro Woche 714 Millionen Euro herausgehandelt. Großartige Eigenschaft von ihr. Und das BMZ bekommt lediglich 464 Millionen Euro on top in den ganzen nächsten Jahren. Und was mich an diesen Zahlen ärgert, sind zwei Sachen. Erstens, wenn man sich anschaut im Verteidigungsbereich, sieht man, wenn der politische Wille da ist, etwas zu bewegen und Geld zur Verfügung zu stellen, dann ist das auch durchsetzbar. Und wir haben hier das Ziel gehabt, 0,7% zu erreichen. Offensichtlich ist der politische Wille nicht da, dieses Ziel auch mit Geld zu untersetzen. Das ist ein Problem. Und die zweite Sache, die mich dabei ärgert, ist, es gibt einen Koalitionsvertrag, der wird ja derzeit wie eine Bibel von allen vor sich hergetragen und zitiert. Aber es gibt dort einen ganz entscheidenden Punkt, den auch alle immer zitieren. Und das ist die Koppelung zwischen ODA-fähigen Ausgaben und Verteidigungsausgaben 1:1. Und ich habe die Zahlen gerade eben genannt. Und da kann man sich wenden und winden, wie man will. Der Koalitionsvertrag wird hier nicht eingehalten, sondern er wird ganz klar gebrochen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da muss man auch mal etwas Druck machen auf unseren SPD-Finanzminister, weil es ist ja auch eine Sache, die die SPD-Fraktion hineinoperiert hat in den Koalitionsvertrag, dass der Finanzminister nicht den Minister, der für Entwicklungszusammenarbeit zuständig ist, am langen Arm verhungern lässt. So geht das nämlich nicht. Die SPD, wenn ich noch darauf hinweisen darf, hat diese Woche, wir brauchen das Geld ja nicht einfach nur, um eine Quote zu erfüllen, sondern wir brauchen das Geld ja, um die Sachen zu erledigen, die von allen immer groß vorhergetragen werden. Also Fluchtursachenbekämpfung nimmt, glaube ich, derzeit jeder, bei jeder Rede in den Mund. Und die SPD hat im Parteivorstand diese Woche ein 5-Punkte-Papier beschlossen und ich zitiere daraus: Europa soll Fluchtursachen bekämpfen und die UNO-Organisation finanziell ausstatten. Wenn wir das machen wollen und ernst nehmen, müssen wir auch das Geld dafür zur Verfügung stellen. Also wir kämpfen mit Ihnen da gern gemeinsam. Zentrale Problemlage, die sich über alle Haushalte oder über viele Haushalte hinwegzieht, ist ja die Frage der Migration. Und auch in Ihrem Haus, Herr Minister, gibt es ja ein Programm, Perspektive Heimat heißt das, und in diesem Programm sind Migrationszentren benannt. Das ist im Übrigen nichts Neues. Die Migrationszentren gibt es schon seit 2015. Das erste hat im April 2015 in Pristina eröffnet. Aber man kommt ja langsam etwas durcheinander. Es gibt Migrationszentren, es sollen Transitzentren oder Expresszentren hier bei uns errichtet werden. Es sollen Ausschiffungsplattformen geschaffen werden, Ankerzentren und wer weiß was noch. Und meine Frage ist, wo ist denn hier eigentlich von der Regierung das Gesamtkonzept, was Migration und Fluchtursachen bekämpfen, zusammenfasst und hier beschreibt, Herr Minister? Die eigentliche Frage ist doch, Sie sagen immer, Sie sind nicht der Abschiebeminister. Aber was uns interessiert, wie hängen denn diese verschiedenen Zentren miteinander zusammen? Welche Aufgabe wird denn in welchem Zentrum erledigt? Welcher Flüchtling soll denn in welches Zentrum kommen? Mit welcher Perspektive? Das sind alles völlig ungeklärte Fragen. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, wir Haushälter interessieren uns für diese Fragen. Wir wollen uns das vor Ort anschauen. Wir haben sogar schon einen Zeitpunkt dafür gefunden und werden das Ende Februar nächstes Jahr auch angehen. Und
Und solange diese offenen Fragen, gerade in dem Bereich, in diesem sensiblen Bereich der Migration nicht geklärt sind, in dem nicht klar ist, welche Verantwortung Sie haben, welche Verantwortung der Innenminister hat, welche Verantwortung beim Außenminister liegen, solange können wir natürlich solchen Konzepten nicht zustimmen. Aber, Herr Minister, ich versichere Ihnen, Sie haben die volle Unterstützung der Linken bei der Erreichung des 0,7-Prozent-Ziels. Wir kämpfen mit Ihnen gemeinsam für mehr Geld. Vielen Dank, Michael Leutert. Nächste Rednerin, Anja Heiduck für Bündnis 90 Die Grünen.